Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Glyphosat ist in aller Munde. Genauso fing meine Rede im November letzten Jahres an. Und daran hat sich nichts geändert. Glyphosat ist eine Chemikalie, die so exzessiv auf die Äcker und Felder, auf Kleingärten, in Parks und auf Fußgängerwege gegeben wird, dass sie inzwischen in unseren Körpern dauerhaft präsent ist. Seit mehreren Jahren wird nun innerhalb der Europäischen Union darum gerungen, ob das weltweit am meisten verwendete Pestizid, dieses Totalherbizid Glyphosat, seine Zulassung innerhalb der EU behalten soll oder nicht. Und wenn ja, wie lange? Und es ist mit Sicherheit Ergebnis des unvergleichlichen starken öffentlichen Druckes, dass auch jetzt vor zwei Tagen, am 6. Juni, die EU-Regierungen keine Mehrheitsentscheidung treffen konnte, wie es denn mit Glyphosat weitergehen soll. Das Umweltbundesamt hat mittlerweile festgestellt, dass in einer Probandengruppe von 400 Studenten und Studentinnen im Jahr 2011 40%, zwei Jahre später, 2013, sogar 60% dieser Probanden Glyphosat im Körper hatte. Bedenken Sie, im Jahr 2001 waren das nur 10%. In Ableitung dieser Untersuchungsergebnisse sieht das Umweltbundesamt nun weiteren Forschungsbedarf. Die Behörde untersucht jetzt die Glyphosatbelastung explizit bei Kindern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diesen Forschungsbedarf sehen auch wir. Es gibt aus zahlreichen öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Publikationen ausreichend Hinweise, die annehmen lassen, dass Glyphosat eben nicht so harmlos ist, wie es immer wieder von Unternehmen und deren Lobbyverantwortlichen dargestellt wird. Es besteht, abgeleitet von den frei zugänglichen Studien, ein dem Wirkstoff Glyphosat anzulastendes Krebsrisiko. Und dieses Krebsrisiko haben wir ja auch im letzten Jahr schon diskutiert. Es ist eben als wahrscheinlich krebserregend eingestuft worden, dass der Stoff Glyphosat. Das bedeutet, es ist die zweitgefährlichste Stufe, die es überhaupt in dieser Kategorien Einteilung gibt. Und Herr Krüger, wenn Sie jetzt Wurst und andere Stoffe anführen, die gleichermaßen gefährdet eingestuft werden, dann sage ich Ihnen, das können Sie weglassen. Aber können Sie verzichten, Wasser zu trinken? Können Sie verzichten, Brot zu essen? Es ist überall. Das ist eine Wahl, die ich treffen kann oder eben nicht. Bei Glyphosat, das ist allgegenwärtig, das kann ich nicht vermeiden, dem bin ich ausgesetzt. Wir haben mit unserem Antrag im November 2015 bereits ein Moratorium, also ein vorübergehendes Verbot, für Glyphosat gefordert. Und wir erneuern heute und hier diese Forderung. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung können sich nicht durchringen, geschlossen ein Verbot von Glyphosat zu fordern. Und sei es zunächst auch nur für den Zeitraum, den es noch braucht, um in einem transparenten und nachvollziehbaren Prüfprozess und unter der Beteiligung auch der kritisch argumentierenden Wissenschaftler die wirklichen Risiken von Glyphosat zu klären. Dass es diese einheitliche Linie zwischen CDU, CSU und SPD in dieser Frage nicht gibt, das verwundert uns nicht. Versteht sich doch insbesondere die CDU, CSU leider seit längerem als verlängertes Sprachrohr des Deutschen Bauernverbandes. Der nicht nur in puncto Milchkrise die Agrarbetriebe im Regen stehen lässt, doch dass nicht mal innerhalb der SPD eine einheitliche Linie herrscht, zeigt doch, wie wenig man dort in Krisenzeiten auf gemeinsame Position und geschlossene Reihen achtet. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD lehnt die weitere Zulassung von Glyphosat klar ab. Sie sagt in einem Zitat, vor dem Hintergrund nach wie vor bestehender Unsicherheiten über die gesundheitlichen Risiken von Glyphosat werden die SPD-geführten Ressorts einer Verlängerung für die Zulassung von Glyphosat nicht zustimmen. Eine solch klare Haltung vertreten Sie, Herr Minister Backhaus, in dieser Sache leider nicht. So zeigten Sie sich in Ihren Pressestatements zum Beispiel vom 13.05. diesen Jahres enttäuscht davon, dass es bisher nicht zu einer weiteren Zulassung von Glyphosat gekommen ist. Sie schreiben von Chancen des Glyphosateinsatzes und von mehr Umweltschutz durch den Einsatz dieses Pestizides. Wenn Sie aber
so wie Sie es ja gerne behaupten, wissensbasiert vorgehen. Wenn Sie also wissensbasiert vorgehen, dann sollten Sie auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass zwei Kernaussagen der Glyphosat-Befürworter so einfach nicht zu halten sind. Nämlich erstens, ohne Glyphosat sei eine klima- und bodenschonende Bewirtschaftung und ein vernünftiger Erosionsschutz nicht möglich. Und zweitens, es gäbe keine Alternative zu Glyphosat bei der Unkrautbekämpfung. Wenn beides stimmen würde, dann gäbe es überhaupt keinen ökologischen Landbau. Diese Form der Landbewirtschaftung zeigt ja, dass ohne Glyphosat die Welt nicht untergeht und sehr wohl erfolgreich Landwirtschaft betrieben werden kann, mit zahlreichen Alternativen zur chemischen Pflanzenbekämpfung. Zudem muss man wissen, dass jene, die die angeblichen Vorteile pflugloser Bodenbearbeitung bei gleichzeitiger Anwendung von Glyphosat propagieren, eng mit Monsanto zusammenarbeiten. Das ist die Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung bzw. ihre europäische Entsprechung, die European Agriculture Conservation Federation. Die hier propagierte Meinung, pfluglose Bodenbearbeitung im Ackerbau würde zu einer Kohlenstoffspeicherung im Boden beitragen, kann nach verschiedenen Untersuchungen nicht wirklich belegt werden. Zum Beispiel Professor Dr. Appel von der Technischen Hochschule Bingen stellt genau das in Abrede, dass es zu dieser Kohlenstoffspeicherung kommt. Und auch zur Unkrautbekämpfung lässt sich sagen, in guten Ackerbausystemen werden Fruchtfolge, Zwischenfrüchte und Untersaaten so aufeinander abgestimmt, dass aufgrund der gesteuerten Vielfalt auf dem Feld Unkraut unterdrückt wird und Schädlinge eine geringere Chance haben. Glyphosat, meine Damen und Herren, ist nicht der Weisheit letzter Schluss und die Alternativen, die Sie, Herr Backhaus, in Ihrer PM vom 20. Mai erst entwickelt sehen möchten, die gibt es bereits und das ganz und gar wissensbasiert, meine Damen und Herren. Ja, Herr Minister, auch das soll ehrlicherweise erwähnt werden. Sie haben die Bundesregierung darum gebeten, dafür zu sorgen, dass in bestimmten Bereichen Glyphosat nicht mehr angewandt wird. Das heißt zum Beispiel in den Kleingärten, in anderen öffentlichen Bereichen und im Straßenbaubereich. Nach Redaktionsschluss zu unserem heutigen Antrag erfuhren wir jedoch über unsere grüne Stadtfraktion hier in Schwerin, dass der Landesbetrieb für Bau und Liegenschaften das glyphosathaltige Herbizid mit Namen sowieso gleich hier um die Ecke im Schlossgarten anwenden lässt. Was ist denn da? Ich will hier keine Firmenwerbung machen. Frau Schlupp, was ist denn da los bei Ihnen in der Landesregierung? Sie gehen mit Forderungen an die Bundesregierung, die Sie nicht mal im eigenen Wirkungskreis umsetzen? Dabei gibt es doch zahlreiche chemiefreie Alternativen für die Pflege von Parkflächen. Mechanische Verfahren, thermische Verfahren, die effizient Wildkräuter beseitigen. Was hindert Sie daran, diese Alternativen, so wie es in anderen Bundesländern geschieht, offensiv in den eigenen Landesbetrieben und Kommunen zu stärken? Unser Antrag gibt Ihnen weiterhin den Auftrag, sich gegenüber der Bundesregierung für eine einheitliche Stimme der Bundesregierung in Sachen Glyphosat und für eine Ablehnung einer weiteren Zulassung auszusprechen. Herr Backhaus, seien Sie endlich auch einmal Umweltminister und folgen Sie Ihrer Parteikollegin und Bundesumweltministerin Hendricks in dem klaren Votum gegen Glyphosat. Unsere Forderung lautet, erst die Risiken von Glyphosat transparent und nachvollziehbar prüfen und dann entscheiden. Transparenz ist in unseren Augen allerdings so lange nicht gegeben, solange sich die Hersteller von glyphosathaltigen Totalherbiziden auf Geheimnisschutz berufen und die von ihnen beauftragten Studien nicht zur öffentlichen Begutachtung freigeben. Ich bitte um Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.